Dass YouTuber sich mal blamieren, mal Fans verlieren oder sogar heftig exposed werden, ist nichts Neues und haben wir alle schon mal miterlebt. Doch was in den letzten Tagen, Monaten und sogar Jahren bei Mois abging, der damals einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber überhaupt war, ist einfach nur erschreckend. Weil du meine Familie genommen hast, nämlich deine. Verstehst du? Ich esse dich auf. Ich esse dich auf, egal was sie schreibt. Mois hat nicht nur wortwörtlich alles verloren, was er jemals hatte, er hat auch auf extreme Weise gegen zahllose Gesetze verstoßen und augenscheinlich ist er gerade sogar dabei, auch seinen Verstand zu verlieren. Doch. Okay, in erster Linie, Bruder, ja? Ich muss eine Sache sagen, Dreddies, und ich weiß nicht, für alle, die schon ein bisschen länger hier im Stream sind und mich schon ein bisschen länger kennen, Bruder, meistens, wenn ich Sachen sage, wo ich sicher bin, ey Bruder, das und das wird passieren, dann passiert das auch. Ich habe so viele Erfolge schon vorhergesagt. So viel, ich habe so viel, weil das so einfach klar auf der Hand ist, weil man einfach so ein bisschen aus Erfahrung geredet hat, okay? Ich sag euch, Hadid N, okay? Dieser Streit, den Mois gerade hat, mit allen Parteien, einer wird sehr schwer verletzt werden, Dreddies. Mindestens. Ich wünsche es mir nicht, Bruder, aber das hat Außenmaße angenommen. Die hat man in Deutschland noch nie gesehen, Bruder. Noch nie. Okay? Wir müssen kurz festhalten, was geht's hier? Es geht hier darum, er hat seine Frau und seine zwei Kinder verloren. Seine Frau ist öffentlich gegangen und hat gesagt, er hat mich geschlagen. Er behauptet, seine Frau hat eine Affäre mit seinem damaligen besten Freund. Jetzt hat er mit irgendwelchen Clans Beef. Er verbreitet Gerüchte über diese Clans, Bruder. Leute kommen ihn in Italien suchen. Also Bruder, das sind Ausmaße, die gab es in der deutschen Geschichte, YouTube-Rap-Geschichte gab es sowas noch nicht. Und das ist kein Promo, das ist kein RP-Cousin. Ich sag, irgendeiner, Bruder, wird den Kürzeren ziehen in dieser Historie, Bruder. Ich wünsche es mir nicht, Bruder, aber ich sag, es wird passieren. Es wird passieren. Wie konnte es so weit kommen? Genau das werden wir heute beantworten und legen dafür direkt los. Eigentlich ging Mois' Karriere auf YouTube lange nur steil nach oben. Denn nur ein Jahr nach seinem Anfang als Rap-News-YouTuber knüpfte er schon Kontakte zu bekannten Rappern. Was man auch noch dazu sagen muss, Bruder, und ich sag bei allem Respekt, okay? Bruder. Wie soll ich das sagen, Bruder? Mois hat ja auch eine Familie. Okay? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe gehört, dass sein Vater jetzt auch ein Problem hat mit Farid Bang. Ich weiß nicht, ob diese Infos stimmen. Ich weiß nicht, ob diese Infos stimmen. Ich bin nicht im Bilde. Ich habe keine Ahnung. Okay? Aber Bruder, weil Vakev schreibt's gerade, ich schwöre auf alles, Dreddies, Tschetschener sind gefährlich. Ich sag's euch, Dreddies, die sind gefährlich, Cousin. Ey, du willst kein Problem mit denen haben. Ich wünsch mir, dass jeder einfach seinen Weg geht, dass nichts dabei passiert, so. Aber ich schwöre bei Gott, die sind gefährlich. Wie San Diego oder Kollega. Auch seine eigenen Rap-Songs wurden auf YouTube zu Hits und in der Folge schien sein... Ey, wusstet ihr eigentlich, dass ich ein Feature mit Mois hab, Bruder? Oh mein Gott. Wusstet ihr das? Ich hab ein Feature mit Mois? Es war so ein bisschen überraschend, weil so halt... Aber wir haben wirklich einen gemacht. Und Bruder, wir haben wirklich in einer Stunde gemacht, also auf ganz, ganz schnell. Ey Bruder, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, gell? Und der Mois rappt so ein Mic, gell? Ich guck so ABK an, ABK guckt so nicht.
nur Liebe, Cousin. Ein Erfolg unaufhaltbar zu sein. Mois gründete nämlich unter anderem ein eigenes Label oder feierte Erfolge mit Videos, in denen er ungewöhnliche Challenges machte. Außerdem sammelte Mois von seiner Community sogar über 100.000 Euro für Erdbebenopfer in der Türkei ein, um dort persönlich Hilfsgüter zu verteilen. Ich frag euch, denkt ihr, Mois hat... Guck mal, Chat, lass uns einfach reden. Das soll kein Video werden, wie ich schlecht über Mois rede. Bruder, das soll es nicht werden, Bruder, weil, Bruder, man kann über jeden reden und seine Meinung abgeben, so, aber Bruder, der liegt so am Boden, Bruder, der hat andere Probleme, ich will nicht noch eine Belastung sein. Lass einfach ein bisschen quatschen. Meint er, der hat diese Spenden wirklich gegeben, hat sie nicht gegeben, ist einfach nur eine Diskussion zwischen uns, so, hat er es gespendet, hat er es nicht gespendet, ist alles wahr, ist so Ding. Ich bin mittlerweile der Meinung, ja, ist nur meine Meinung, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, Bruder. Vielleicht so, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen, Bruder, so. Weißt du? Ich hoffe es für ihn, dass er es gemacht hat. Oder er filmte sich dabei, wie er Obdachlosen dabei half, ein besseres Leben zu führen. So brachte er es schließlich auf fast 2 Millionen YouTube-Abonnenten und mehr als 1 Million Follower bei Instagram. Eigentlich war Mois damals gerade deshalb so beliebt, da er sich als barmherzigen und guten Menschen präsentierte, der immer das Richtige machen will und anderen helfen möchte. Doch diese Fassade begann schon vor einiger Zeit langsam zu bröckeln, denn auf dem Höhepunkt seiner Karriere entschied sich Mois zu einem merkwürdigen Schritt. Statt noch mehr erfolgreiche Formate zu erfinden und seine Videos zu verbessern, kamen plötzlich immer weniger Uploads. Teilweise wurde längere Zeit gar nichts veröffentlicht. Viele Fans begannen sich zu wundern, was eigentlich mit Mois los war. Und statt die Situation... Aber das ist doch kein Kritikpunkt, Bruder. Der ist auch nur ein Mensch. Verstehst du? So, Bruder, es gibt viele Punkte, ja? Da stehe ich auch öffentlich dazu, Cousin. Also, Bruder, ich weiß nicht. Das weiß man doch, oder? Er hat seine Frau geschlagen, Bruder. So, er hat selber auch gesagt, Cousin. Und da muss ich ehrlich sagen, Bruder, ich habe ja auch eine Frau, Bruder. So, okay? Und ich hoffe, es hält für immer. Stellt euch mal vor, irgendwann würde rauskommen, ich hätte meine Frau geschlagen, Bruder. Bei Allah, ich bin der größte Hund, wenn ich jemals meine Frau nur angefasst habe, Bruder. Nie im Leben dürft ihr eure Frau schlagen. Dreddies, bitte, tut mir den Gefallen. Ich habe viele Jungs hier in meiner Community. Manchmal man ist sauer, manchmal man ist so, manchmal man ist so. Ich schwöre euch, den einzigsten, den ihr mit diesem Schlagen seid ihr selber. Bei Allah. Tut euch das niemals an. Vertraut mir, ein Ignorieren, sich umdrehen und weggehen ist 100-mal schlimmer. So geht ihr jede andere Konsequenz aus dem Weg. Aber tut mir den Gefallen und fasst eure Frau niemals körperlich an. Es bringt nichts. Wir haben über uns einen Gott, Bruder. Er guckt und das ist unfair. Das tut mir den Gefallen, macht es niemals, Dreddies. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Es ist einfach, man muss es auch mal sagen, Bruder, wenn man über dieses Thema hier redet. Weißt du? Um aufzuklären, machte Mois immer nur vage Andeutungen. So sah man ihn einmal in Handschellen abgeführt werden, mit der Begründung, Mois wäre wegen Rauschmittelkonsum verhaftet worden. Dann, im April 2023, kam endlich eine Stellungnahme, die die Dinge aufklären sollte. Allerdings kam diese nicht von Mois, sondern von seinem damaligen Businesspartner und engsten Freund Maestro. Dieser lud ein 80-minütiges Video bei YouTube hoch, das es in sich hat. Er rechnete dort aufs Heftigste mit Mois ab und gibt erstmals einen Einblick in eine Seite von Mois, die den meisten Zuschauern komplett unbekannt war. Christina hat kein Geld von ihm gesehen, ein Manuelsen hat kein Geld von ihm gesehen, keiner aus dem Team hat jemals einen Cent von ihm gesehen. Einer schreibt gerade, guck mal Sammy, ich sag dir ehrlich, das ist aber auch eine Sache zwischen denen. Nein, Bruder, auf gar keinen Fall. Wenn ich Unrecht sehe, muss ich ansprechen, Cousin. Und das ist von beiden Seiten bestätigt, dass das passiert ist. Das heißt, es sind keine Mutmaßungen mehr, sondern es ist passiert. Okay? Bruder, er hat es argumentiert mit, ey,
Sie hat mit einem anderen Mann geschrieben, deswegen. Okay, er hat so argumentiert. Sie hat es anders argumentiert, ist egal, was der Grund dafür war. Ich kann euch nur meine Meinung geben, Bruder. Wenn ihr euch mit eurer Frau ausnocken wollt, macht's. Wenn ihr denkt, es bringt euch weiter, macht's. Ich kann euch aus meiner Erfahrung, aus meinem Leben sagen, macht es nicht, Bruder. Es ist unfair, Bruder. Macht es nicht. Es hat niemanden in der Geschichte, der Historie, der Menschheit geholfen, wenn er sowas gemacht hat. Ich würde sowieso gewinnen, Melissa, bei dir ist auch anders. Du könntest auch mit Undertaker in den Ring steigen und hättest ihn nach 2 Ohrfeigen nach Hause geschickt. Für mich ist so, Bruder, wer seine Frau schlägt, ist einfach alt, Bruder. So sagt Maestro, dass Mois nicht nur Zahlungen in Höhe von 40.000 Euro unterschlagen haben, sondern auch nie eine Textzeile seiner Rap-Songs selbst verfasst haben soll. Doch vor allem charakterlich soll Mois nicht der Barmherzige, als der er sich immer inszeniert hat. Ganz im Gegenteil, Mois soll Freunde manipuliert, belogen und sogar geschlagen haben. Belogen hat er übrigens auch seine Zuschauer, denn er war gar nicht im Gefängnis und seine Abwesenheit von YouTube lag nur daran, dass er keine Lust mehr hatte, Videos zu drehen. Nicht jeder Fan konnte direkt glauben, dass Mois, einer der beliebtesten YouTuber überhaupt in Deutschland, all diese schlimmen Dinge wirklich getan haben soll. Doch nach Maestros Statement packten nach und nach immer mehr... Ich sag ehrlich, muss ich auch eine Sache sagen. Viele YouTuber, Mutuber, Bruder, wenn ihr die Wahrheit über die wissen würdet, ihr werdet... So Ding. Mich schockt nicht, Bruder. Ich gehe offen um. Bruder, ihr wisst, dass ich einen Obdachlosen seine Flummi geklaut habe, die er für 1 Euro verkauft hat. Ja, ich habe einen Obdachlosen seinen Hack geklaut. Sein einziges Brot. Fehler gewesen, Bruder. 30 Jahre reflektiert jetzt. Ich kann drüber reden, Bruder. Ich habe Scheiße gebaut, Bruder. So. Ich war jeden Tag Griller. Ich habe alles genommen, was man nehmen kann, Cousin. So bin ich halt, Bruder. Aber ich kann offen kommunizieren. Ich muss nicht heile Welt machen und euch erzählen, nein, alles ist family friendly. Ich bin damals in Dingen und so. Mehr Leute aus Mäuses Umfeld über den 33-Jährigen aus. Und was dabei ans Tageslicht kam, ist einfach nur erschreckend. Mäus ehemaliger Geschäftspartner Shino machte öffentlich, dass die 100.000 Euro an Spenden, die Mäus von seiner Community für Erdbebenopfer eingesammelt hatte, nie bei diesen angekommen waren. Er hatte 70.000 Euro... Noch eine Sache, weil es jetzt gerade um Spenden geht. Zum Glück, Dreddys, gell? Hatte ich immer irgendwo den Bezug zu Gott, Bruder. Und ich wusste, egal wie sauer mein Vater auf mich ist, egal wie sauer meine Mutter auf mich ist, das war mir egal. Aber ich wusste, wenn Gott auf mich sauer wird, Bruder, das ist mir nicht egal, Bruder. Und ich habe zwar immer Scheiße gemacht, aber ich bin dann so im Nachhinein zurückgerudert. Einer fragt, wie hast du dich verbessert? Das ist eine gute Frage, weil, Cousin, ich erzähle manche Sachen auch nur, um euch vielleicht so mitzugeben, ey Bruder, ich war auch mal so, ich habe mich geändert. Bei mir, ich sag ganz ehrlich, kam mit Alter. So, Frau, der ist da, ich bin 30 Jahre alt, Cousin. 30, Amenisi, Kim, Cousin. 30. Bei mir in Schule, wir haben noch mit Schreibmaschine geschrieben, Cousin. Bei uns, diese Kreide und Tafel, das war bei uns, Alhamdulillah, wayau, Zukunft. Zeitmaschine. Wir haben noch diese Dok, 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 bei so. Ich bin alt, Bruder, ja. Nämlich einfach für sich behalten und den Rest für das Video ausgegeben, indem er sich im Katastrophengebiet als Held inszeniert. Doch wie reagierte Mois selber auf all diese heftigen Anschuldigungen? Der YouTuber meldete sich mit einigen Antwortstatements zurück, doch was er sagte, schadete ihm fast noch mehr, als dass es ihm half. So sagt: Ich habe mir bis heute dieses Statement nicht reingezogen. Was er sagte, schadete ihm fast noch mehr, als dass es ihm half. So sagte er, er wird Beweise dafür liefern, dass er sein Geld gespendet habe. Doch diese Beweise lieferte er nie. Ebenfalls sagte Mois, dass vieles einfach gelogen sei. Doch glaubwürdige Gegenargumente dafür lieferte er auch nicht. Ich bin dahin angekommen, ich habe diesen Türken sofort das Geld gegeben. Da gibt's keine Bestätigung, keine Rechnung und kein gar nichts. Aber weil ich wusste, dass sowas kommt, habe ich
alles, was da war, ausgegeben und das nochmal gespendet an eine Organisation. Was die Zuschauer allerdings nun ebenfalls immer mehr beunruhigte, waren nicht nur die reinen Antworten von Mois, sondern auch sein Verhalten. Dies wurde nämlich immer sonderbarer. Seine Statements zu den mittlerweile unzähligen Anschuldigungen gegen ihn wirken völlig wirr und ohne roten Faden. Und anstatt sich konkret zu den... Ich habe auch eine eigene Theorie, Dreddys, gell? Warum Mois so hart in Boden gecrashed ist? Weil, Bruder, er hat einen zu großen Stolz, einen zu großen Sturkopf und will sich aus jeder Situation rausretten. Bruder, ich hatte das auch mal, gell? Ich habe aber irgendwann gemerkt, Bruder, es gibt Zeit, du bist Gewinner und es gibt Zeit, du bist Verlierer. Und Wallah, man muss verlieren lernen. Ich schwöre euch, das hat mein Vater mir auch immer gesagt. Man muss manchmal einfach verlieren lernen. Und wenn du das nicht kannst, Bruder, bist du am Arsch. Manchmal musst du einfach sagen, ja, ich habe Scheiße gemacht, Bruder. Wallah, ich habe Scheiße gebaut. Was willst du machen? Maus, glaubst du, der nimmt mehr oder Psychose? Bruder, ich glaube weder noch, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Mois hat keine Psychose, Bruder. Ich glaube auch nicht, er nimmt Drogen so viel im Übermaß, dass man denkt, er ist ein Junkie. Glaube ich auch nicht. Ich glaube einfach, das ist eine Mischung aus einem schweren Charakter und aus viel Emotionen, Bruder. Schwerer Charakter und viel Emotionen, Bruder. Aber keine Psychose, auf denen er ist jetzt bipolar oder so. Das denke ich nicht. Ich denke einfach ein schwerer Charakter, Bruder, und sehr viel Emotion, Bruder. Und vielleicht hat er einige Sachen nicht aufgearbeitet und die belasten den so wie ein Trauma. So denke ich. Weil, Bruder, auch wenn man jetzt ausspricht, der hat eine Psychose. Boah, das ist ein hartes Wort, Bruder, ja. Vorwürfen zu äußern, erzählt er lieber ausschweifende Geschichten von seinem Rauschmittelkonsum. Doch es wurde noch schlimmer, denn wie Freunde erzählten, soll er sich abseits der Kameras sogar noch verstörender verhalten. So wurde berichtet, dass sich Mois nur noch in abgedunkelten Räumen aufhalte und plötzlich in manchen Menschen den Teufel sehe. Daher soll... Wenn das stimmt, das ist Psychose. Das ist Psychose. Den kennt ihr auch, der hat mir mal erzählt, eine Story über Mois, Bruder, dass er so eine Gruppe hatte und die haben sich die Ziegen genannt und die haben sich immer so Sprachnachrichten geschickt, die sagen, ey Bruder, was machst du heute? Mäh. Und immer wenn er was gesagt hat, mussten die mit Mäh antworten. Aber das ist so Hörensagen und das glaube ich erstmal nicht, Bruder. Weißt du? Aber wenn das stimmt, das ist Psychose. Alles andere, ich würde nicht als aktuell... Ich würde nicht als Mann mit Psychose einordnen. Soll er sie auch immer dazu auffordern, das islamische Glaubensbekenntnis zu sprechen? Ich gehe hoch, alle müssen in diesen dunklen Raum, ist am Malen. Ich gehe rein, er guckt mich an, ich krieg Angst. Er sagt zu mir, sprich die Shahada. Ich hab's angefangen, ich hab den Rest nicht so ganz... Ich sag aber euch, von wo das kommt. Weil ich habe einen Freund aus Real Life, er hat auch das. Das passiert nur durchs Kiffen, Dreddys. Man unterschätzt die Droge Gras, man unterschätzt das. Bruder, Gras ist eine Droge, die bei sensiblen Menschen und Menschen mit einer psychischen Vorerkrankung in der Familie Psychosen auslösen können. Muss nicht, kann. Du kannst durch Gras, ja durch Pilze und so ist eher der Fall, aber durch Gras auch, Bruder. Deshalb tut mir den Gefallen und kifft nicht, Adrelis. Gib mir lieber das Geld, spendet, mach bei Sub bei mir. Hingekriegt. Er hat mir dann geholfen, das zu vervollständigen, aber hat ihm gereicht, dass ich das ja ausgesprochen habe. Er guckt mich an und sagt zu mir, nachdem ich das gesagt habe, okay, gut, das zeigt mir, dass du nicht der Teufel bist. Zudem scheint er sich selber mittlerweile als Propheten oder sogar Gott zu sehen und wirkt in seinen Videos völlig unzurechnungsfähig. Generell entwickelten sich seine Videos immer mehr zu einer Art Freakshow. So fing er plötzlich an, sich nur noch oberkörperfrei zu zeigen und merkwürdige Dinge zu erzählen. Schließlich hörte er in seinen Videos auch auf, überhaupt Deutsch zu sprechen und redete nur noch auf Englisch. Da also dieser Punkt mit Oberkörper frei, weil der Bruder hat einen krassen Body, der muss nur seine Aura bedecken, ansonsten der hat brutale Body. Und dieser Englisch-Content war das Schlauste, was er machen konnte.
Bruder, ich könnte Englisch, ich würde nur noch auf Englisch streamen. Sarah Woman Raid, shake my ops, I want to make Rapplery too. If you want interested to my business, bro, come in, invite me. Everybody, French people, English people, you can come to Rapplery, bro. I make big players of you, bro. Give me all, but only give subs, bro. Ever, Cousin. Er Deutschland nun angeblich hassen würde. Selbst seinen Namen Mois hat er abgelegt und hört nun nur noch auf den Namen Zeus. Tatsächlich sind die Aufnahmen von Mois nicht nur beunruhigend, sie zeigen immer wieder Anzeichen von aktiven Psychosen, bei denen für den Betroffenen die Grenzen zwischen Wahn und der Realität verschwimmen. Solche Psychosen können zwar verschiedene Ursachen haben, sind bei Mois allerdings vermutlich auf den hohen Rauschmittelkonsum zurückzuführen, denn dieser wurde, genau wie seine Psychosen, in der letzten Zeit immer stärker. Doch was ebenfalls zu seinem verstörenden Zustand beigetragen hat, ist auch die Beziehung zu seiner ehemaligen Frau Anis. Das Paar hatte sich getrennt, nachdem seine Frau ihm angeblich mit dem Zitat Rapper San Diego betrogen hat. Nicht nur seine Frau sieht Mois seit der Trennung nicht mehr, auch zu seinen eigenen Kindern hat er keinen Kontakt mehr. Doch all das geschah nicht ohne Grund, was uns nun zu den aktuellsten und wohl schlimmsten Vorwürfen gegen Mois führt. Denn nach einer jahrelangen Beziehung äußerte sich erstmals Mois Ex-Frau Anis zu ihrem ehemaligen Mann. Und was sie über ihn und die Beziehung erzählt, ist wirklich erschreckend. Anis, die sagt, dass sie Mois nie betrogen hätte, gibt der Öffentlichkeit nämlich erstmals einen tieferen Einblick in die Ehe mit dem YouTuber. Und was man in den Videos erfährt, ist wirklich mehr als heftig. Vor allem hat alle Menschen, die er im Leben getroffen hat, alle seine ehemaligen Freunde, Familienmitglieder, auch euch Community komplett belogen und verarscht. Die junge Frau berichtet unter anderem davon, dass Mois sie sowohl psychisch als auch körperlich schwer misshandelt habe. Laut Anis wurde sie von Mois zu Hause wie eine Sklavin gehalten und so schlecht behandelt, dass sie in ihrer Verzweiflung sogar mehrere Versuche unternommen habe, sich selber auszuschalten. Mois soll angeblich sogar versucht haben, ihr und seinen eigenen Kindern das Leben zu nehmen. Und nur durch Glück seien alle unbeschadet davongekommen. Nicht nur Mois selbst, sondern auch seine Eltern sollen Anis verstörende Dinge angetan haben. So soll die Mutter von Mois versucht haben, Anis ihre Kinder wegzunehmen. Und auch Alims Vater soll sie misshandelt haben. Ebenfalls hat sie auch unzählige Beweise für ihre Anschuldigungen in Form von Fotos von ihr mit Wunden. Also einer schreibt gerade ja zu Gewalt, wenn man fremd geht. Walla, Bruder, ja. Oh mein Gott, Cousin. Das sind diese 14-jährigen Talaons von TikTok, Cousin, ehrlich, ja. Nachrichtenverläufen und sogar eine... Oder wie blöd kann man... Guck mal, es gibt keinen Grund... Cousin, pass auf. Dreddy ist offen, ich rede offen. Okay? So. Eine Person betrügt dich, okay? Was fühlst du? Du bist verletzt, du bist sauer. Du willst dich am besten an dieser Person rächen. Richtig oder nicht? Richtig oder nicht? Ja oder nein? Ja? Eine Person betrügt dich. Du bist sauer, Bruder. Du willst dich an ihr rächen, an der Person. Du bist so... Du bist verletzt. Ja? Du bist traurig. Du bist depressiv. So. Es gibt so viele Wege, Bruder, dich zu rächen. Ja? Ohne, dass du einen Finger rühren musst. Weißt du, was das Beste für dich und für die andere Person ist? Dass du ihr einfach den Rücken zudrehst und sagst, ey, ich will dich in meinem Leben nicht mehr haben. Leb dein Leben, ich will dich in meinem Leben nicht mehr haben. Und wenn die Person dann auf dich zukommt, sagst du, nein, ich will mit dir, ignorierst du die Person. Die ist Luft für dich, die existiert in deinem Kosmos nicht mehr, Bruder. Fertig, Bruder. Fertig. Wenn die Person eh nicht kommt, dann bist du eh ein Schwanz in ihren Augen gewesen und will mit dir eh nichts zu tun haben. Aber wenn die Person dann wieder angekrochen kommt, zeigst du kalte Schulter und du lässt die Person leiden, so wie die dich leiden gelassen hat. Und du tust dir selber nur einen Gefallen, weil du dir selber deine Finger und Hände und nicht schmutzig machst, Bruder. Geh einfach.
Rücken zudrehen, ignorieren. Diese Person gibt's nicht mehr. Fertig, Bruder. Das ist die beste Rache, die man nehmen kann. Das ist die beste. Einfach ignorieren, aus deinem Leben ausschließen. Existiert nicht mehr. Keine Antworten mehr, keine. Ignorieren, fertig. Fertig, Dredis. Ehrlich, das ist das Beste, was du machen kannst, Cousin. Alles andere, Walla Billa, bringt dich nur in diese Spirale und du kommst da nicht mehr raus. Weil Schlagen und alles ist eine emotionale Tat. Das heißt, du verbringst Gefühle mit dieser Tat. Das wird dich, das lässt dich nicht los. Du musst abschließen, Kopf zumachen, Rücken zudrehen und weglaufen. Fertig. Und da kämpfst du gegen dich selber, weil viele von euch hatten schon Beziehungen, okay? Und ihr könnt mir jetzt zustimmen oder nicht, okay? Ihr könnt jetzt sagen, Sammy, du hast recht oder du hast nicht recht. Bruder, es tut nur am Anfang weh. Es wird immer weh tun, aber der größte Schmerz ist in den ersten Tagen. Und wenn du die ersten Tage und Wochen überstanden hast, Bruder, wirst du dir denken, zum Glück habe ich es nicht getan. Vertrau mir, Bruder. Der größte Schmerz ist nur am Anfang, Bruder. Und danach wirst du dir denken, zum Glück habe ich es nicht getan. Danach geht vorbei, Dredis. Es geht vorbei, Cousin. Weil eine Person, die dich nicht in ihrem Leben haben will, Bruder, ich küsse dein Herz. Du brauchst nicht irgendwas zu machen, was denkt. Es gibt auch Momente, wo Gewalt in Ordnung ist. Wallah. Es gibt Momente, wo Gewalt in Ordnung ist. Wenn du dich selbst verteidigst. Wenn jemand kommt und schlägt deine Familienmitglieder vor dir und du versuchst sie zu verteidigen, dann kannst du deine Gewalt anwenden. Aber bei sowas lohnt sich nicht, weil diese Person ist nicht deine Familie. Fertig aus, Cousin. Janos, mein Bruder, Dankeschön für den 30. Ich küsse dein Auge, mein wunderschöner Bruder. Im ausgefüllten Polizeibericht, der ehemalige YouTube-Star, der als der deutsche Mr. Beast galt und unzähligen jungen Zuschauern immer wieder ein Lächeln bereitet hat, ist in Wahrheit also ein grausamer Tyrann, der seine eigene Familie jahrelang gequält hat. Und das Traurige ist, dass der Absturz von Mois hier immer noch nicht endet, denn seine Videos wurden nach den Aussagen seiner Ex-Frau nur noch verstörender. Ich habe sie geschlagen und ich bin Gott dankbar, dass ich sie nicht hab, versteht ihr mich? Aber ich hab's nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Aber es ist... Guck mal, Bruder, warte, bevor wir kontrollieren. Einer schreibt, Bruder, aber die Leute lachen dich aus, weil deine Frau dir fremd geht, gegangen ist. Das macht einen Mann richtig sauer und der Mann denkt, es geht auf seine Ehre. Bruder, dann verfolgen wir nicht die gleiche Ideologie. Okay? Ich denke, ein Mann ist erst ein Mann, wenn er sich kontrollieren kann, Bruder. Ein Mann ist erst ein Mann, wenn er seine Wut zügeln kann und aus nur Ding, wenn es sein muss. Aber er zügelt seine Wut und geht, Bruder. Cousin, eine Hyäne, ja? Ein Hund, ja? Die bellen auch, wenn der Löwe sich umdreht. Aber wenn der Löwe zurückkommt, Bruder, der ist weg. Weg, 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 weg. Das ist normal im Leben, Bruder. Das ist nicht nur auf diese Situation bezogen. Du musst nur, warte mal ab, wenn du erwachsen wirst und du verdienst 150 Euro netto mehr als alle anderen, Cousin. Schwör auf meine Mutter, die reden über dich. Wie? Kriegt 2 Überstunden mehr ausbezahlt. Das ist überall, Cousin. Hadid N, Cousin. Überall. Walla, Bruder! Dein Nachbar hat ein Automodell. Sein Auto kostet 50.000, deins kostet 55.000. Du hast Facelift vorne. So. Er hört nicht auf, über dich zu reden. Es ist normal, Bruder. Wenn du dich nur damit abgibst, was Leute über dich erzählen, Bruder, kommst du nicht weit, Bruder. Maus, Dankeschön für 100 Bits. Ich küsse dein Herz. DJ, Mama 20 Subs. Ich küsse dein Auge, mein wunderschöner Bruder. Schwer sich zu kontrollieren. Verstehst du? Darum laufe ich vor mir selber weg. So erklärte er, dass er ein Kopfgeld auf seine Ex-Frau ausgesetzt hat, um sie beseitigen zu lassen. Und das, während die Polizei inzwischen auf der Suche nach Mois ist. Die ganze Situation ist inzwischen so bedrohlich, dass Anis und die Kinder unter Polizeischutz stehen. Mois selber soll wohl inzwischen bereits von der Polizei festgesetzt worden sein, kam aber wieder frei. Und so macht er einfach mit seinen wirren Videos weiter und
reist dabei von Ort zu Ort auf der Flucht vor der Polizei. Einen festen Wohnsitz hat der einst erfolgreiche YouTuber übrigens nicht mehr. Er soll aktuell nämlich obdachlos sein. Was ist denn eure Meinung zu diesem ganzen Thema? Wir sind sehr gespannt, was ihr über Mois und seinen Absturz denkt. Seht euch nun auch gern unser Video über den traurigen Absturz von Capital Bra an. Ansonsten... Ja, Dreddys, war ein gutes Video, um ehrlich zu sein, ja?